Nein, Bonnie. Jetzt geht's ab hier. Die Bäume schauen immer so aus, als wären es Büsche. Scheiß Roder. Fängt sich dann in den scheiß Baum ein und dann kommst du nicht mehr weg, weil der Baum jetzt weiß. Fährst du den Baum um, kannst du den Helikopter nicht reparieren, weil nur der M-Rotor kaputt ist. Das ist verflucht. Bäume sind verflucht. Jaren, Rettung ist da. Jaren, können Sie mich verstehen? Sie müssen die Caps-Taste bitte doppelt drücken, damit ich Sie verstehen kann. Ich weiß nicht. Auf Arma 2 Epoch sind 1,2 Kilometer irgendwie viel näher. Ja, das ist auf jeden Fall. So, sie kriegt von mir ja eine Spritze daher und dann muss ich mich erstmal um ihren Kollegen kümmern. Kilometer bei Arma 2, bist du sofort gelaufen. Das sind ja gefühlte 3 Kilometer in Arma 2. Narkose, beeil dich. Nee, man müsste solche Bäume abschaffen, das ist echt schlimm. Ja, ich ja, Mate, bleiben Sie ganz ruhig. Du sprichst im Side-Channel. Oh, echt? So. Bleiben Sie ganz ruhig, Herr Matt. Oh Gott, ich lebe. Ja, so, der. Ich lebe. Stehen Sie mal da langsam auf. Nicht so hastig. Dann kriegen Sie von mir nochmal eine Spritze in den Popper. Dann bin ich Ihnen wieder gut. Bloß nicht. Bloß nicht, ich lasse spritzen. Ja, was muss, das muss, ne? Ich bin jetzt halt mitten so, im Flüssigfeld. Und Sie, der Herr, kriegen noch ein Pflasterchen hier von mir. Zaro. Die Herren, ich muss leider wieder los. Brauchen Sie vielleicht noch eine Mitfluggelegenheit oder kommen Sie zurecht? Ja, bitte fahren Sie wieder mal zurück in die Stadt, weil ja, unser Wagen kaputt hier fahren. Ja, ich muss gucken. Kommt einfach mit, muss ich gucken, wie ich lang komme. Das heißt, wir müssen nicht mehr nur unser Geld mitnehmen. Sollen wir da mal vorbeigucken? Oder willst du dich erst... Oh, die sollen die Klappe halten. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, ich hoffe, mein Bester da hier. Die sind versorgt haben. Der ist, glaube ich, auch hier drin. Wo ist eigentlich der andere? Der ist auch hier, Billy, glaube ich. Nee, ich meine jetzt nicht meinen Kollegen, sondern der anderen, den sie noch versorgt haben. Ja, der müsste, glaube ich, hier im Heli sitzen. Ich weiß es nicht. Schwager auf der Karte. Ja, ganz. Ich muss dich. Na, es lagen ja drei Leute hier. Der eine sitzt jetzt hier mit dabei, ist der Ayran. Ich bin fort. Und wer war der andere, hab bitte? Schon einen gerettet, den zwei. Nee, ich hab bloß zwei gehabt hier eben, nicht drei. Boah, das ist ein Quatsch. Der andere muss verstorben sein. Okay. Schade, den wollte ich nämlich noch zur Anzeige bringen. Sterben die da oben, wenn ich jetzt bitte die Lampen nicht an. Ich starte, trägt mich auf. $60.000 einfach so in den Wind gesetzt. Das ist doch zum Kotzen. Ja, muss man durch. Ja, leider. Leider. Ich lasse sie auf dem Kavala-Krankenhaus oben ab, weil woanders darf ich da nicht landen, wenn ich keinen Einsatz habe.
Ja, ist kein Problem. Ach, du bist jetzt auch da. Ja, ich will hier noch absetzen. Ich spiel schon wieder Taxi. Okay. Die Herren, passen Sie auf sich auf, ne? Ich danke Ihnen vielmals. Tschüss. Ich hatte Angst. Überall waren Sirenen. Da bin ich geflohen, die Machete wollen. Machete. Ja, hier sind auch viele Polizisten, wie ich gerade sehe. Habt ihr heute Weihnachtsfeier, Jungs? Ja, ich bin ein wenig blöd. Der Chico, das gehört auch zu so, das wäre da der Herr. Ich heb den Gikos mal noch ein Pflaster. Bind ich mal ein. Ach, das ist ein harter Kerl, der braucht kein Pflaster. Na? Ich lieber die Wunde zu. Na, wenn sie nicht da sind, dann heult er mir immer die Ohren voll, dass er ein Wehwehchen hat. Oh, Gikos, auch ein Gikos hat einen weichen Kern. Ja, wenn sie denn da gehört. Ist Hasten gerettet? Ja, natürlich. Hier sind da wie so viel. 1, 2, 3, 4, 5 Cops hier. Okay, Sophia, es hockt auch einer, so, weiß das seit wann. Ehre, in unserem wunderschönen Hummingbird mitzufliegen. Was sagst du? So schön wie der vom Sophia ist auch einer. Ja. Aber da 11 Kilometer, das wird wahrscheinlich nicht mehr hinhauen, oder? Der ist schon zu lange. Und ganz ehrlich, Sophia ist eine Spawnstadt. Und es ist einer von denen gewesen, den ich eben schon geritzt hatte, der hatte nichts. Kilometer, ich hab auch kaum noch Sprit. Das ist halt scheiße, du kannst halt nicht jeden retten. Muss man tun. Ne, bis man da ist, dann der ist schon tot. Mit dem Benzinpreis muss man vielleicht mal bald in den Streik gehen. Und nicht streiken. Benzin ist teuer. Oh, jetzt ist es noch dunkel, ich hasse ihn nicht. Ich finde schon, wie der Airport beleuchtet ist in der Nacht. Ja, aber mit Night Vision ist halt ziemlich nervig. Wie viel Sprit hast du noch? Ein bisschen unter halb. Okay. Wie du? Ja, ein Drittel noch. Kriegst du beide bei dir? Komischerweise habe ich immer mal geguckt, der ist immer näher gekommen zu dem anderen, ja. Na, aber ich sehe ihn nicht. Ziehen so und manchmal ist es verbockt. Aber hier muss ja noch einer liegen, ne?
nicht so, so schlimm. Hat da am Maul gehuren und so, verpisst dich oder was? Der ist, glaube ich, verpackt, der andere. Der nicht gut, bitte. Nicht für gut. Der müsste genau da sein, wo du hinläufst, nicht auch. Kann sein, dass der unter... Der sitzt im Auto. Los, Spaß. Gehen Sie doch mal raus aus dem Auto, Sie sind verletzt. Wieder, wenn er verletzt ist. Bobby! Ja. Aus Flock! Guck mal, aus Flock! Tut uns leid, der Herr, wir können Ihnen nicht helfen. Sie sitzen bei uns im Auto, deswegen können wir Ihnen nicht helfen. Anhalten, Überfall, anhalten, Überfall. Überfall. Aussteigen. Junge, überfallt doch jetzt nicht ernsthaft Leute, während hier Medics an der Arbeit sind. Ich glaube, Takt! Überfällt denn da? Dennis? Sven? Daniel wird ausgeraubt. Du hast genug dabei. Du hast genug dabei. Ich will deine Klamotten, deine Stiefel, ich bin der Terminator. So, oh, die Medics können die dann bitte weiterfahren. Wie bitte? Könnten Sie dann bitte weiterfliegen? Solange wir keinen Einsatz jetzt haben, bleiben wir erstmal hier. Droppt ihr bitte alles auf den Boden, was ihr braucht. Weil Benzin ist teuer. Es backt gerade bei mir. Brauchen Sie eine Spende, oder was? Na, die Ölpreise sind momentan so im Keller, deswegen kostet Benzin sehr viel. Deswegen versuchen wir so wenig wie möglich zu fliegen. Ja, ja. So, jetzt da. Dankeschön. Davon kann ich mir jetzt einen halben Liter kaufen. Oh, ich glaube, die kriegen da Besuch. Da schleichen sich Cops an. Ja, aber sag nix. Bleiben wir gleich mal hier. Sag nix. Oder flieg du weg, ich bleib hier. Ich habe hier keinen Schutz mehr. Stimmt schon, ich habe auch keinen Sprit mehr. Jetzt geht's ab. Sitzt du noch im Heli? Ich bin in meinem Heli. Komm mal an dein Heli gerannt. Bitte? Ich komm mal zu deinem Heli gerannt. Ja. Kannst auch einsteigen, dann siehst du mehr. Nö, ich auch so. Danke, Herr Polizist. So, jetzt habt ihr's davon, hä? Sind meine Herren. Selber schuld. Narkose? Mhm. Wie voll ist der Server? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Voll auf jeden Fall. Alles klar, bin gleich vielleicht da. Komm, lass liegen zwei am Boden. Hab ich schon was gesagt, ob wir helfen können? Du musst halt immer gucken, wenn Cops da sind, dass du nur wiederbelebst, wenn die Cops in deiner Nähe sind. Naja, da ist ein Cop. Damit sie die festnehmen können. Darf ich wiederbeleben, die Leute? Ja, ja, machen Sie mal. Ja, dabei. Hier. Ich bitte wiederbeleben. Na, machen Sie erstmal den da, damit Sie ihn gleich festnehmen können, Herr Rinn. Na, wir sind ja zu zweit. Ja, genau. Hilfe! Das ist halt immer so eine Sache, damit wir ihn festnehmen können. Ja, klar. Also, ich bin jetzt schon bei 50%. Kannst loslegen. Hilfe! Hey, Junge, beschossen. Beschuss. Auf dich? Nee, allgemein. Erstmal weg hier. Weiß was, nicht, weg? Was. Ich weiß nicht, ob das Schüsse gerade waren. 300 Meter weiter weg. Machen Sie schnell, Herr Doktor, machen Sie schnell. Ja, der steht jetzt auf. So. Nehmen wir ein bisschen ein.
Ist gleich soweit. So, Herr Ehren, der kommt jetzt wieder daher. Dankeschön, Herr Doktor. Geben Sie sich in Deckung. Jo. Ist dein Helikopter hochgegangen? Deine? Nee, meine? Unsere stehen noch da beide. Siehst du die nicht rechts? Okay, nee, ich sehe nur einen, deswegen. Ah, ist beim Kopper. Da ist wieder eine Leiche beim Kopper. Guck mal, du siehst du da vorne deinen Heli, ne? Ein Stückchen weiter rechts, wo das kaputte Haus ist, da steht meiner. Jo. No. Ja, alles später ist noch Kampfhandlung, wir müssen auch auf uns aufpassen. Doch egal, kannst du ein Pflaster geben. Soll ich nicht? Wenn du sagst. Nee, weil die Cops sonst denken könnten, dass du ihn entfesselst oder so. Du bist ja froh sein, dass also er noch lebt. Das magst du nur einmal, Sunny, und dann bist du nicht mehr Sunny. Wie bitte? Das magst du nur einmal, Sunny, und dann bist du nicht mehr Sunny. Ich zahle 50.000, wenn sie mich befreien. Nee, erpressen brauchen sie nicht, tut uns leid. Wir handeln da so nicht. Da, hier, der Zivi da, der hat mich umgefahren da. Ja, bringen sie den mal her, genau. Komm mal hier, Kollege. Was ist los mit dir? Fährst du mir einfach um hier, oder was? Nee, nur dein Auto. Herr Officer Erren, können wir da beim Chopper schon eingreifen? Ein Auto ist kalte Waffe. Der Polizei geholfen. Hörst du schon mal Richtung Kopper hoch? Ja, bin unterwegs. Aber ohne Cops. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich schau mal hin. Das sind ja keine Gang. Ich glaub, einer ist noch Leute da beim Kopper. Okay, da ist noch jemand am Leben von den Gegnern. Wir können sie natürlich wiederholen. Na, wir warten noch einen Moment, bis sie die Situation unter Kontrolle haben. Könnte ich freigelassen werden? Ich habe hiermit gar nichts zu tun. Los, Sven, alles klar? Oh, muss schnell bei dir. Ja, geht so, ne? Ja. Na. Danke, Officer, danke. Danke. Ich hab dich überfahren, oder was? Was? Ich hab dich überfahren, oder was? Hä? Hier liegt ja auch noch einer. Ich glaube, da liegt einer drin, ne? Aber der hat wahrscheinlich nicht Notarzt drückt, deswegen siehst du nicht. Der ist Sambi oder Sambi. Wir können sie wiederbeleben. Können wir, ja? Also der beim Herrn Nico Meier in da vorne, genau. Weil hier liegt einer bei mir bei der Mauer. Ah, da ist ein Kopf, sehr schön. Herr Nico Meier, ich sag Ihnen dann gleich Bescheid, wenn der Herr gleich wieder da ist. Ja, Gemmi, wenn Sie mich hören, können Sie bekommen von mir einmal eine Spritze. Ein bisschen Morphium, da tut den gut. Und dann geht's Ihnen gleich wieder besser, ne? So, der Herr kommt jetzt wieder zum Leben. Wie sieht's da bei dir aus? Bitte? Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich halte die zwei nicht, weil ich. Die sagen zwar, die können dazu, die sind unschuldig, aber können mir jetzt viel erzählen. Solange die. Ich habe die Cops jetzt angeschrieben, ob ich die beiden heilen darf, habe nur geantwortet. Die Kollegin, wir haben da noch zwei Verwundete, können Sie da mal mit hinkommen? Was mache ich denn, wenn ich da einen heile und der hat eine Waffe? Warte, ich komm.
Beim anderen Kopper sind noch die zwei. Haben schon unter, die haben unter 10%. Das ist okay, 7% schafft man immer noch. Einer ist schon tot. Andere ist tot. Ah, sind eben verstorben, die da liegt Geld. Da liegt Geld. Oh ja, die Herren hätten sich schon wieder belebt. Dicker Money. Na, ist halt doof immer zu einzuschätzen, ne? Ist halt immer schwer zu erkennen, klar. Kann man nichts machen. Ja, die Herren wurden überfallen von den Herren, die wir hier erledigt haben und festgestellt. Aber hier ist noch irgendwo einer, also passt. Ja, sie machen das schon.